Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es ist Walkout! Was ist das für ein Pack? So, wir sehen hier, ich mache wieder eine Road to Glory. Ach ja, das kann ich auch nochmal ganz kurz sagen für die Kollegen von der Telekom. Ich mache wieder eine Road to Glory. Also wieder NGU to Glory wie im letzten Jahr, das zweite Kapitel. Die Reise geht weiter. Und wir haben wieder ein Team. Das Team ist noch recht überschaubar. Aber wir haben jetzt einige Packs. Das Team sieht, by the way, so aus. Das ist das aktuelle Team. Ist noch recht überschaubar. Wird sich aber heute, denke ich, noch ein bisschen verändern. Wir haben einige Packs aufgespart. Die Rewards von Division Rivals. Und ich habe ein paar fortgeschrittene SBCs gemacht. Einige seltene Spielersets erwarten uns. Also, ihr seht, diese Packs haben wir hier. Wir haben hier einmal, gehen wir mal von hier. Seltenes Spielerset, Megapack, seltenes Megapack, Prime Goldspielerpack klein, seltenes Spielerset. Alles tradable. Jedes Pack hier ist tradable. Die meisten von den fortgeschrittenen SBCs, die beiden Weekend League bzw. Division Rivals Rewards. Aber zuallererst haben wir noch ein weiteres Pack und zwar das hier. Wir machen das Premium Gold Vorschau Pack auf, Leute. Let's go. Daraus habe ich bisher noch nichts Krasses gezogen. Bisher hat uns das noch nicht beglückt, aber das sieht eigentlich gar nicht mal so bad aus jetzt gerade. Das ist Arthur, der 83er. Wir öffnen das Prime Gold Spieler Pack in 3, 2, 1 und let's go, Digga. Drei seltene Spieler sind da drin. Mal schauen, wer uns hier erwartet. Das sieht nach Stindl aus. Wunderbar. Wunderbar. Pulisic. Ah, Pulisic ist gar kein schlechter. 82er Pulisic. Kostet halt nichts, aber kein schlechter Mann. So für Flügel. Ja, nimmt man halt alles mit. Also jetzt bleiben noch drei seltene Spielersets, ein Megapack und ein seltenes Megapack. Das sind echt fette Packs, Leute. Das sind wirklich fette Packs. Also für eine RTG macht das schon Bock und ich fühle das halt wirklich extrem. Ich bin gespannt. Good luck. Dankeschön, ProgServe. Let's go. Okay. Kurz Magic NGU Water. Vielleicht spürt man dann nochmal einen Tick mehr Energie. Wir machen das Megapack auf. Ihr wisst ja, wie mega die Megapacks sind. Ja, ja, wir wissen es alle. Und schauen wir jetzt mal rein, wie mega dieses Megapack ist, Leute. So mega ist es. Sabitzer 84er, wunderbar. Der wird bestimmt was wert sein. Das ist ein Brocken, my friends. Bitte beglückt mich und sagt mir, dass der was wert ist. Zapata. Joi, was wert. Ey, moi, was wert. Zapata, oh, diese Preise. Kamavinga, oh, ei. Der Markt ist am Ende. Der Markt ist am Ende, bevor er überhaupt angefangen hat. Das ist so krass. Wirklich, ey. Der Markt ist am Ende, bevor er überhaupt angefangen hat. Wahnsinn. Gut. Wir sind jetzt beim seltenen Megapack angelangt, my friends. Seltenes Megapack ist am Start. Also das ist wirklich selten. Ja, und diesen seltenen Seltenheitswert, den werden wir jetzt begutachten. Den werden wir jetzt wahrlich genießen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Let's go. Das ist der Spieler, den wir daraus ziehen. 84er Barella. Schon wieder. Schon wieder Barella. Den haben wir schon, würde Sarah sagen. 84er Barella. Ich habe keine Ahnung, ob der was wert ist. Kostic haben wir auch hier. Ein bisschen was wert. Das war's dann schon, ne? Ein paar Duplikate haben wir. Hawk, Anker. Ja, Barella. Der. Ja, immerhin. 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 8K, Leute. Das ist wunderbar. Okay, drei seltene Spieler. Schau mal. Das ist heftig. Ich habe drei seltene Spielersets und die unterscheiden sich. Ist diese Shirts? Drei seltene Spielersets, eigentlich praktisch alles gleich, aber sie unterscheiden sich
in einem Punkt. Diese beiden haben einen garantierten 83-Plus-Spieler und also plus minus, also garantiert 83 mindestens. Und dieses nicht? Krass, oder? Dieses Pack hat keinen garantierten 83er und die schon. Warum ist das so? Ganz weird. Die Rivals Packs sind ohne Garantie. Ja, wie schön ist das halt, dass man erspielte, hart erarbeitete Rivals Packs bekommt, die dann allerdings keine Garantie haben für einen 83er Spieler. Das ist wirklich schön. Da wissen wir zumindest, welches Pack wir zuerst aufmachen. Das hier. Ganz klar. Okay. Seltenes Spielerset am Start. Rivals Rewards. Gemma, let's go. Kein garantierter 83er. Aber wir sind guter Dinge. Das ist jetzt in dem Fall 83er Coates als bester Mann aus einem seltenen Spielerset. Also das ist natürlich schon ordentlich, ne? Canales 83er, ordentlich kacke. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ei. Wir haben noch zwei seltene Spielersets, my friends. Okay. Gemma. Wir machen auf. Seltene Spielerset. 3, 2, 1. Let's go, Digga! Show me some energy! Es ist Walkout! Es ist Allison Page! Es ist Allison Page! Allison Page, Leute! Yes! Geil, 89er! Was für eine frische Frisur der auch hat, der Herr. Wirklich sexy. Schaut ihn an, Alter. Wundervoll! Der ist bestimmt was wert. Wundervoll. Oh, Busquets, wo? Oh, was ist das für ein Pack? Oh mein Gott, ey, krass. Busquets zwar nichts wert, Alter, aber zumindest kann er den hier machen. Aber für Mino ist das sicher was wert. 8K? Ibrahimovic, okay, gut, ja. Oh. Ich dachte, die sind ultra viel wert, Alter, aber trotzdem freue ich mich. Das ist Hammer. Firmino ist doch mega gut, ey. Alter. Firmino ist mega gut. Allison Page. Heftig. Ja, hat gegönnt. Super. Das war schon mal erfolgreich. Sehr gut, ich freue mich. Behalten, also Allison werde ich wahrscheinlich nicht behalten. Die Coins kann ich viel besser vorne investieren jetzt. Das sind 50k. Wunderbar, wir können das Team verbessern, Leute. So. Eins bleibt noch, aber ich bin schon happy. Ich bin wirklich happy. Ich freue mich sehr, Leute. Das ist riesig. Damit lässt sich auf jeden Fall was machen. Ein seltenes Spielerset bleibt noch. Und zwar nicht irgendwann, sondern in 3, 2, 1. Let's go, Digga. Scheiße. Okay. Gamer, was ist es? Es ist kein Walkout scheinbar. Es ist Thielemans 84er. Ja. Ein 84er. Immerhin, Leute. Ein 84er. Das ist schon stabil. Naja, wobei, die sind wahrscheinlich alle wieder nichts wert. Ne? Ich wollte schon sagen, Kimpembe, der wird sicher gut sein. Oh mein Gott! Oh! Ey, krass doch! Das ist heftig. Geil, Junge. Das nenne ich mal ein gelungenes Pack-Opening. Ich freue mich wirklich, Leute. Herrlich. Wundervoll. Ich feier's. Danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Lasst noch ein Follow da hier, Leute. Aktiviert die Glocke zum Abschluss, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns definitiv wieder. Tschüss. Bis dann.